und seid mir herzlich willkommen zurück bei Red Dead Redemption 2. Ich bin im Pausemodus, weil hier kommt jemand auf uns zu mit einer Waffe und ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Was zum... Oh nein, ich hab... Oh, nicht ernsthaft. Ich wollte doch gar nicht ziehen. Ich hab die doch geschultert. Dann kann ich doch reden mit den Leuten eigentlich. Nein, er zielt dann automatisch. Das war jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache. Ach, scheiße, Mann. Vielleicht hätte ich dann die Waffe eben doch nicht mitnehmen sollen. Ich weiß nicht, wo wir jetzt laden werden. Aber das kann ich jetzt nicht bringen, ey. Ich kann jetzt nicht einfach abknallen. Das ist auch scheiße. Dann habe ich halt Pech. Dann muss ich dann nochmal hinreiten. Ich befürchte, es wird weit weg sein. Ich habe jetzt gerade nicht auf die Uhrzeit geguckt. Müssen wir mal schauen. Weil, also, ich kann gar nicht mit ihm reden, wenn ich eine Waffe dabei habe, weil er automatisch zielt, der Idiot. Wo ist denn jetzt mein Pferd? Okay, wir sind da unten. Da hat er irgendwo gespeichert, aus welchem Grund auch immer. Das ist ja dann nicht so schlecht. Dann lassen wir gleich die Waffe aber weg. Und jetzt gehen wir Gas. Jetzt sind da wieder irgendwelche Böcke. Scheiße. Ah ne, es sind... Will ich untersuchen, komm. Kojoten sind das. Ah, die kommen auch noch auf den Tisch. Den hätten wir so leicht fangen können, aber es ist... Ist halt auch einfach nur ein Hirsch wieder. Und wir brauchen keinen Hirsch. Das sind auch Hirsche, das sehe ich. Das kann ich schon mittlerweile erkennen, ob das ein Hirsch ist oder ein Bock. Auch ein Weißwedel. Von denen gibt es echt viele. Und an die kommt man erstaunlich nah ran. Der Jenny, es tut mir leid, du musst uns mal rennen. Yeah, you're all right, girl. All right, girl. Yeah, good girl. Good work. Dann wollen wir doch mal sehen. Hier sind auf jeden Fall ein paar mehr Leute. Ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger. You chick? I was told I could find a chick Matthews up here. Chick Matthews? Might want to talk to that fella over there. Nah, I'm just here to work for the season. You chick Matthews? Oh, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. So long, long shark. Hammer! Hey! Unfassbar. Get back. Unfassbar. You owe us money, bastard. You don't want to get me angry, boy. Oh, Gott. Oh. Ich höre einen Zug. Ah. Ne, ganz groß.
Ist der vorgeritten, ey, meine Herren. Ich muss jetzt die ganze Zeit Shift gedrückt, also hintereinander drücken, wie so ein Bekloppter. Ist ein bisschen schwierig dabei zu lenken. Ich hab den doch gefunden, der gefangen jetzt. Au. Das wollte ich jetzt nicht. Jetzt nimm ihn doch mal. Ich wollte ihn aufs Pferd packen eigentlich. Nö. Okay, Schatzkarte. Lesen. Sollte mir irgendwas zustoßen, sind all meine irdischen Besitztümer hier aufbewahrt. Was ist das denn? Ein Baum mit einem Loch drin. Und der Baum ist... Wenn das jetzt oben Norden wäre, dann wäre es theoretisch westlich von irgendwas. Kann ich da noch umdrehen? Ist da irgendwo drauf? Nö. Ein Baum mit einem Baumstumpf. 1, 2, 3. Aber hier sind nicht nochmal Markierungen, was 1, 2 und 3 dann wäre. Auf jeden Fall ein auffälliger Baum an einem Hang. Ich weiß nicht, ist das hier ein Fluss in der Nähe oder so? Ach so. Ach. Ja, ich dachte, ich muss das jetzt selber rausfinden. Also es ist scheinbar einfach nur eine ziemlich dicke Straße, die da markiert gewesen sein soll. Gut. Boah, jetzt werden wir aber nass, ey. Und er ist da schon auf dem Rücken. Ich weiß halt noch nicht, was wir mit ihm machen. Wir werden ihn nicht umbringen. Aber, naja. Man sollte schon wissen, wenn man sich mit uns anlegt und sich Geld von uns leiht, dann sollte man verdammt nochmal nicht versuchen, uns übers Ohr zu hauen. Hier ist irgendeine verlassene Hütte. Mein Gott, da möchte ich jetzt rein und erkunden. Da ist der Baum. Da oben hat irgendwas gerührt. Ratsch ab ins Moos. Ja, renn du mal. Ich habe ja gesagt, wir machen ihn jetzt hier nicht tot. Wenn er uns nochmal über den Weg läuft und uns wieder verarscht, dann kann ich für nichts garantieren. So, jetzt machen wir noch die zweiten Schulden. Hier, da guckt.
Easy, girl. Here we go. Vielleicht sollten wir mal einmal, weil wir mit... Ups. Wir sind mit Jenny ja von... von Baum geritten. Ich will ja nicht selber essen. Warte, wie kann ich denn jetzt dem Pferd was geben beim Reiten? Das geht doch auch. Also, so, Pferd. Und das kann mal jetzt... Ja. Da. Da brennt ein Feuer, das heißt, da ist jemand. Dann mache ich mal einfach einen Bogen drumherum. Ist wahrscheinlich auch ein Jäger oder so. Wieder Weißwedelhirsche. Was haben wir da? Wieder mal ein paar Wildpferde. Und ein paar richtige, das sind Shire, oder? Ja. Na, was hat denn das Pferd jetzt gerade? Bisschen störrisch gerade, komm. Hier ist auf jeden Fall auch ein kleines Dorf. Such a goddamn performance with you. Now, I told you I'd get you the money next week, and I'll get it. If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Don't you take that tone with me. I thought you said you loved me. I do, but what I get paid ain't enough for one person, let alone... Ist sie gefesselt? Die sitzt irgendwie da, als wäre sie gefesselt. The only problem I got is this bleating going on in my ear. Now lay off it, Lily. God damn it. Lily! Where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well, then. I guess we got a big problem, don't we? Cooper! Give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manners! Son of a bitch! Scheiße, ich konnte das nicht so schnell lesen. Ich muss doch erstmal wissen. So. Wieso Raubüberfall? Maybe you should think about the kinds of men you're friendly with, miss. You've got your money. I don't have to listen to your wisdom, all right? So long. Jetzt muss ich mich noch darum kümmern, um das scheiß Zeugen. Stop, or I'll kill you, I swear.
Hey, just walk away, partner. Keep your mouth shut about this. You wanna die? You wanna die? It ain't even worth it. Just go. Ain't my concern, no, sir. Stop, you fool! Now! Ja, was denn jetzt? Ja, ich kann auch nicht versuchen, den dann jetzt mal zu fangen, wa? Scheiße. Komm schon, lauf. Ach, das kann doch nicht dein Ernst sein. Muss doch schneller sein können. Das ist gerade ein bisschen ulkig. Jetzt reitet da auch noch einer lang. Das gibt's doch nicht, Mann. Ich verstehe dieses System nicht. Manchmal muss ich festhalten, manchmal muss ich nicht festhalten. Das funktioniert nicht. Da kommen Leute, das kann ich jetzt vergessen. Mein Pferd kommt, kann ich kommen? Es ist schon zu weit weg. Hey, ich trainiere Ausdauer, das ist auch nicht schlecht. Pass auf, jetzt machen wir so, jetzt renne ich vor. Jetzt hat er ihn. Jetzt kommt auch mein Pferd. Just get out of my way. Ich kann auch nicht mit ihm reden. Ich kann nichts machen. You ain't scaring nobody. Hey, I don't even remember what I need to forget. Untie me, untie me. So, jetzt ist das so oben weg. Mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt legen wir ihn mal ins Gras. Bumm. So, und jetzt? Ich konnte halt diese anderen Optionen nicht mehr. Aber jetzt ist das wenigstens weg, das Zeichen. Weil er sagt ja auch gerade so, ja, ich habe schon wieder ganz vergessen, was ich nicht gesehen haben soll oder irgendwie so. Und es war ja quasi eine Reaktion darauf, dass wir ihn gefangen haben mit dem Lasso. Aber ich glaube, der Trick bei der Sache ist, wir müssen so lange, während wir werfen, auf ihn zielen. Ich glaube, das ist bei den Tieren nämlich anders. Putting it, Seamus. No doubt. I do interesting very well. It's trusting I don't do so well. Oh, please. Arthur, this is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. Das ist der Hehler, 100 Pro. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur! Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate.
It's in their barn. Now you go get that, and then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin. By marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now, you survive that. Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Das ist wichtig. By marriage. Okay, das ist der Hehler. Ach, guck, das habe ich mir schon gedacht, dass wir ihn da machen müssen hier. Really? Really. Lead the way. He said the place is just northwest of here. Me? The other one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Clearly you've recovered from your bear encounter. Reitet jetzt automatisch Informationen los? Thought you wanted me here to show some strong arm. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Come on, Hosea. That feller's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot to fence wagons and coaches? That's easy money for us. I guess you're right. Come on, it's not like he's asking us to rob a bank. If the two of us can't steal a stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. Aha, Tipp im Rhythmus des Galopps deines Pferdes auf die Shift-Taste im Ausdruck zu verhindern. Ja, das ist ja eine tolle Info. Hier hätten wir schon mal eher gebrauchen können. So, what's the story with that Emerald Ranch? You find out anything else? A little. Owner's a nasty type by all accounts. Seamus is sure scared of him. That's not saying much. Something strange about the place. Used to be a saloon there, general store. Now it's all closed up, but they seem to have money. Sounds worth a look around. For sure. Seamus also mentioned the rancher's daughter a couple of times. How he used to see her around all the time, but now she never leaves the house. Hey, let's keep it down now. We must be close. That must be the place up ahead. We should go on foot from here. Let's see what we're dealing with. Come on. Okay, Waffen lassen wir da. Wir sollen ja niemanden umbringen. Dann gucken wir mal, was wir da vor uns haben. See the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Ist auf jeden Fall ein recht großes Anwesen. Okay, let's take a quick look at the place. Anyone around? Yes. Okay. I reckon we can do it now. I'll head over, distract him by putting on a little show while you sneak into the house, find what you can, then get the stagecoach. Or wait until nightfall. Sneak in, then I'll get the coach. You can try the house. What do you think? Let's do it now. Sure. All right, then. Don't follow me. Wait until I have them distracted outside, then sneak into the house. Wird gemacht. My good young man. Fairly well, fairly well. Is your father home, sonny? Sure is. Get him down here, please. Get him down here.
Get lost, mister. I was lost for many years. I was lost many years. Now I'm not. And you know what? Oh, here he is. Are you the father of the house? Sure. Pleasure to meet you. I was just chatting with Junior here a bit. You selling something, partner? I'm not selling, sir. I'm giving it away. I was just telling Junior, what's your name, son? Robert Crawford III, sir. Pleasure to meet you. Both of you, sir. My name is... Now, don't tell no one, because in New York, I'm kind of famous. Ich überlege gerade, können wir vielleicht hoch? Oder sollen wir hier einfach mal versuchen reinzukommen? Ist der Kamin ist an, da verstecken die also nichts drin. Aber hier ist nichts an. Ja, wir haben genug. Aber... Komm, wir gehen doch nach oben. Hätten wir die Truhen vielleicht wieder zumachen sollen? Komm ich denn da rein am besten? Ich muss von vorne rein. Ach scheiße. Scheiße. Ich kam hier in die Richtung. Da kommt José jetzt angelaufen. Okay, sind wieder im Haus. You done, Arthur? Yep. Okay, let's grab this stagecoach and get out of here. Let's get this thing moving! Yeah. Hold, 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 hold. There's a problem! My tractor was robbed! Damn it, they're on to us!
Oh Scheiße, sie folgen uns. Na! Was? Nein, habe ich nicht. Ich habe die alle geschlossen. Okay, die kommen doch nicht hinterher. Ich hatte gedacht, die kommen. Oops. Like we're starting to get back on our feet, slowly but surely. Just need to keep at it. Dutch has a new money chest stashed in a safe spot away from camp, but it's a long way from being full. Okay, here we are. Just pull the coach into the barn there. Hello, Seamus. We met your cousins. How was it? Fine. Nice people. Park that thing in here. Quickly. Aber wir haben doch alle Schubladen wieder zugemacht, auch die Truhe hinterher, oder? Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. If you find any other coaches that need selling, I'll see what I can offer you for. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Ja. Geht die Folge ein bisschen länger, aber jetzt können wir zusammen. Oder ist es nur eine Sequenz? Kann natürlich auch sein. Das ist, glaube ich, jetzt wirklich nur eine Sequenz. Ach Mist, oder haben wir die Truhe offen gelassen hinterher? Boah, das wäre ja bitter. Ich habe extra noch dran gedacht, dass wir das alles zumachen. Warum haben wir da jetzt nur Bronze? Alles plündern, lass dich nicht entdecken. 1 Minute 10 Sekunden, 2 Minuten. Ach, ja, gut, wo soll ich das denn wissen? Ich habe mir halt hinterher Zeit gelassen. So. Besuche Hehler, um Wertsachen zu verkaufen, illegale Waren zu kaufen und ein Amulett oder einen Talisman herzustellen. Alles klar. Wollte gerade gucken, wir können sie nochmal striegeln hier. Okay, dann hätten wir das auch. Dann wüssten wir jetzt ja, wo wir die Kutsche hinbringen könnten, die wir geklaut hatten. So, und jetzt gucken wir mal einmal auf die Karte. Das war jetzt da, ne? Oder war das weiter unten? Das müsste hier dann gewesen sein. Okay, wir haben auf jeden Fall verschiedene Aufgaben. Die von Dutch würde ich eigentlich später machen. Boah, mein Gott, jetzt haben wir aber auch hier irgendwie eine Menge, was wir machen können. Aber es sind die... Ah nee, hier unten haben wir noch eine. Welche sind das? Javier und Thomas Dones. Das ist ja hier das, was nach der Prügelei in der Stadt war. Vielleicht sollten wir dann erst zu Javier. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die beste Methode wäre quasi.
Warte mal, ich guck gerade nach dem Symbol links. Das ist hier doch gar nicht. Ah, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr. Ich weiß halt nicht, wie wir scrollen. Oder so. Ah, okay, so müssen wir durch. Hela, haben wir noch einen anderen? Nein, wir haben nur den einen. Okay, gut. Das weiß man, dass das ich wissen wollte. Ja, hier können wir dann durch scrollen, wenn wir mehr haben. Okay. Gut, dann wissen wir da jetzt Bescheid. Wir haben einen Hehler. Wir können jetzt mal einmal, bevor wir die Folge beenden, was wir aber sofort machen, den Herrn Strauß, weil er da gerade sitzt, sagen, dass wir alles gemacht haben. Hey, I got some loan money. Put it in the box, Mr. Morgan. Will do. Das können wir tatsächlich jetzt auch mal machen, ein bisschen was wieder spenden hier. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht und wir haben so viel Geld jetzt irgendwie dadurch eingetrieben, da können wir ja mal... Ich meine, die Bande hat ja schon genug Anteil bekommen. Aber dann gucken wir doch jetzt mal. Mr. Morgan. Yes, Miss Grimshaw. One of the girls saw that friend of yours, Mary Gillis, sniffing about. Mary? Yes. I never liked that woman, Mr. Morgan. Funny business. I don't know about that. But we care about you. Warum hat das Lager gerade nur 6,29? So, Schulden sind alle bezahlt. Hätten wir das erledigt? Ja, in der nächsten Folge müssen wir mal gucken, wie wir da weitermachen. Da ist noch was Gelbes. Was ist das denn jetzt? Ist das neu? Ein Brief, okay. Wegen hier der Freundin von uns. Das gucken wir aber in der nächsten Folge nach. Das, ne, man könnte jetzt immer weitermachen, aber es geht dann einfach so lange. Ich speichere jetzt mal. Keine Ahnung, warum nicht hier? Ist ja egal. Und würde mich an dieser Stelle dann jetzt einfach verabschieden. Deswegen schicke ich jetzt einen schönen lieben Gruß in die Runde. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder hier bei Red Dead Redemption. Ich glaube, wir müssen einfach ein paar mehr Missionen machen, bevor wir so gewisse Sachen starten wollen. Aber deswegen, wir machen einfach mal ein paar Missionen und dann gucken wir, wie es so läuft. Naja, und bis das dann soweit ist, habt ihr hoffentlich, wie immer, einen super Tag.